1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio Freithemennacht. Heute wieder. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, der muss diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Petra. Petra ist 50 Jahre alt. Schön, dass du da bist. Hallo Petra. Hallo, guten Abend, Domian. Um was geht's bei dir? Ich habe ein großes Problem mit meinem Ehemann. Der ist schwer alkoholkrank, ist sehr verschlossen, gutmütig und lügt dann auch sehr. Mhm. Ist zurzeit sehr, sehr betroffen und trinkt so viel, dass er eben selber nur noch liegen kann. Er kann nichts essen, er kann nichts anderes trinken und ist total handlungsunfähig. Und er liegt den ganzen Tag im Bett? Ja, er liegt. Und trinkt nur Alkohol? Und Alkohol ist das Einzige, was er noch schafft. Er fährt halt los und holt sich noch Alkohol und dann liegt er wieder im Bett. Was für ein Alkohol trinkt er? Nur Schnaps. Nur Schnaps? Und er trinkt den ganzen Tag nur Schnaps und Tag liegt und im Bett? Es ist ganz schön. Wie viel Schnaps trinkt er denn am Tag? Wie bitte? Wie viel Schnaps trinkt er denn am Tag? Also ich schätze mal bestimmt anderthalb große Flaschen. Klaren, sowas? Ja, genau. Und wie lange geht das schon so? Also Alkoholiker ist er schon seit mindestens 30 Jahren, 35 Jahren. Ja. Und jetzt die letzten Jahre ist es eben ganz massiv so, dass ständig die Arbeit verloren wird. Und er eben gar nicht mehr zurande kommt. Aber er wäre ja gar nicht mehr fähig zu arbeiten, selbst Nein, wenn er eine Arbeit hätte. Er hat auch gar keine Kraft mehr, er hat auch körperlich so abgebaut. Wie lange ist das denn schon so krass, wie du es gerade beschrieben hast, dass er nur noch im Bett liegt und Schnaps trinkt? Er hat 20 Tage hintereinander Schnaps getrunken, dann hat er 6 Tage nichts getrunken, dann hat er wieder angefangen, 3 Tage getrunken, ist fortgegangen, dann haben wir ihn gesucht, gefunden, in die Klinik verbracht. Und da wollte er natürlich gleich wieder weggehen. Also er hat keine Kraft mehr und er möchte einfach nicht mehr leben. Das heißt, so wie du es jetzt schilderst, ist das ein ganz schleichender Selbsttötungsprozess, den er da in Gang gesetzt hat. Also er will sterben. Ja, genau so ist es. Es geht gar nicht mehr um eine Heilung oder dass man irgendetwas unternimmt, sondern er will sterben. Er will einfach sterben. Warum und will er sterben? Er wollte auch... Also gestern wieder nach Hause aus der Klinik und jetzt will er halt morgen wieder nach Hause aus der Klinik. Und da habe ich halt den Arzt angerufen und ihn gebeten. Ach, er ist im Moment in der Klinik? Er ist in der Klinik. Ach so. Und da trinkt er auch Schnaps? Nein, da gibt es keinen Schnaps, aber er will mit aller Macht raus und seine Freiheit haben und nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Wie erschütternd, dass dein Mann sich gezielt zu Tode trinken will. Ja. Warum will er das? Ich kann das genau sagen. Er hat in der Vergangenheit viele, viele Probleme. Schwerwiegende. Welche, sag mal ein paar Stichworte. Also Kindheit. Ja, also sehr lang liegt das zurück. Dein Mann, wie alt ist dein Mann? Er ist 50. 50. Mhm. Er ist als kleines Kind weggegeben worden. Mhm. Er ist adoptiert worden. Und hatte dann eben immer viele, viele... Also schlimme Sachen erlebt, die er nicht verarbeiten kann und die er auch niemand anvertraut, mir nur ansatzweise und er große Angst hat. Er hat große Angst? Hat große Angst. Vor was? Vor der Wahrheit. Welche Wahrheit? Ja, er hat vor dem, was alles war, was passiert ist früher. Mhm. Ja. Auch die erste Ehe, die war auch nicht so gut gelaufen. Ja. Ist auch betrogen worden und... Das sind so viele Sachen, die da zusammenkommen, die ihn dann halt so runterreißen. Lass mich nochmal nachhaken. Du sagst Angst vor der Wahrheit. Ja. Das, was mal war. Ja, das aufarbeiten, das wäre ganz wichtig. Ach so, meinst du das? Er hat Angst, sich dem zu stellen und sich damit zu beschäftigen, genau. Aufzuarbeiten, wie du sagst, und so weiter. Genau. Habt ihr Kinder? Ich habe 2 Kinder mit in die Ehe gebracht und er ist ein ganz, ganz lieber Mensch. Er hat die Kinder erzogen wie seine eigenen Kinder.
Wie lange seid ihr denn schon verheiratet? 18 Jahre. Ja, aber ihr habt gemeinsam kein Kind. Nein, wir haben gemeinsam kein Kind. Er ist ein guter Mensch, das heißt, er hat dich auch nie im Suff geschlagen oder so etwas? Nein. Wir haben eine sehr gute Ehe geführt oder führen an und für sich eine sehr gute Ehe und er ist auch gutmütig, bloß das Einzige ist durch diese Alkoholsucht. Na, ich wollte gerade sagen, eine gute Ehe, das heißt, die ganze Zeit, während ihr zusammen wart, war er Alkoholiker. Er war schon Alkoholiker. Kann man da von einer guten Ehe sprechen? Ist es ja, nicht doch, für dich eine permanente Belastung auch gewesen? Ah, das stimmt. So meine ich es. Ja, ist allerdings wahr. Aber mir geht es jetzt um, er ist gut zur Familie, zu uns, den Kindern. Aber er kann nicht mehr, er will nicht mehr leben. Genau so ist es. Wie ist denn das für dich? Das muss für dich doch auch ganz erschütternd sein. Du stehst daneben und siehst, dein Mann will nicht mehr. Er will auch nicht mehr. Er findet ja auch dann keinen Halt in dir und auch keinen Halt in der Ehe. Ja, genau so ist es. Wie ist das für dich? Wie empfindest du das? Ganz schlimm. Ich war lange Zeit in psychologischer Behandlung. Mhm. Ich habe verschiedene Ärzte aufgesucht. Und da wird einem also eben geraten, dass man sich trennt. Dass da sowieso fast keine Hilfe möglich ist, weil Alkoholiker schaffen nur ungefähr 2%. Aber du möchtest dich nicht von ihm trennen? Nein, das möchte ich nicht. Was sagen denn die ihn behandelnden Ärzte in dieser Klinik, was jetzt werden soll, wie das weitergeht? Die haben ihn, also gestern war ich in der Klinik und vorgestern, die haben halt versucht, ihn einzureden, dass er eben eine Entziehung macht erstmal. Mhm. Und dann halt sofort eine Langzeittherapie und er lehnt das alles ab. Er will nicht mehr. Was ist das für eine Klinik? Ist das ein normales Krankenhaus oder schon eine Psychiatrie oder Psychosomatik? Nee. Ja, Psychiatrie und Suchtklinik. Da ist er jetzt schon. Genau. Wenn er so massiv, so lange getrunken und man kann ja sagen gesoffen hat, muss er doch eigentlich auch gesundheitlich komplett angeschlagen sein. Ist die Leber noch in Ordnung? Nee. Ich weiß jetzt aktuell die Werte nicht, das erfahre ich erst morgen. Also bis jetzt ist er gesundheitlich noch recht gut drauf, bis auf den körperlichen Verfall. Mhm. Hat er abgenommen, hat auch keine Kraft mehr. Ist ja auch klar, er kann nicht essen. Wie denkst du das denn für dich jetzt, wie du dich weiter verhalten wirst? Du kannst doch nicht neben dem Bett deines Mannes stehen und zusehen, wie er sich mit Schnaps umbringt. Ja, so ist es. Also ich schlafe im Gästezimmer und er in unserem Schlafzimmer und ich gehe halt hin, frage, was er braucht oder ob er mit was trinken möchte oder irgendwas, aber er verweigert alles. Aber nochmal die Frage, wie denkst du dir das jetzt die nächsten Wochen? Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Ich war schon bei der Psychologin, alle Sachen, du musst dich trennen. Mhm. Eventuell, dass man erstmal getrennt lebt. Aber das ist halt auch nicht so einfach. Das Problem ist, dass man erstmal getrennt lebt. Der Mann lebt ja vielleicht gar nicht mehr lange, wenn er es so weitermacht. Das ist das, wo ich Angst habe. Ich habe da ganz große Bedenken und Angst. Berechtigt auch. Haben die Ärzte dir das erklärt, wenn er das so jetzt so weitermacht? Ist er in 2 Monaten tot oder so? Ja, also das weiß ich auch. So wie er jetzt abgebaut hat. Er ist überhaupt nicht erreichbar. Nein. Überhaupt nicht. Also von nicht von deiner Seite aus, nicht von Seiten der Ärzte aus. Er macht komplett dicht. Genau. Er verweigert jede Hilfe. Genau so ist es. Das ist sehr tragisch. Und das ist sehr tragisch für ihn und natürlich auch auch vor allen Dingen für dich, sage ich mal, wenn er jetzt mit seinem Leben abgeschlossen hat. Aber du stehst daneben und bist seine Ehefrau seit 18 Jahren. Du sagst, es war eine gute Ehe und er ist ein guter Kerl im Grunde genommen. Er ist ein ganz lieber Mensch. Mhm. Dann lässt man eigentlich natürlich... Zu gut. Er ist gutmütig und hat immer, so lange wie ich ihn kenne, versucht, nur Gutes zu tun. Mhm. Ja? Aber eben durch den Alkohol ständig... Ich denke gerade was. Normalerweise sage ich ja auch, man muss einen Alkoholiker fallen lassen, wenn es zu schlimm ist. Ja. In diesem Fall jetzt aber... tendiere ich dazu zu sagen, lass ihn nicht alleine. Ja. Weil wenn es wirklich die Endphase seines Lebens ist, ist es ja für ihn dann noch um ein Vielfaches schlimmer, wenn er dann auch noch den Schmerz des Verlassenseins erlebt. Bist du wichtig für ihn? Hat er das signalisiert? Er hat gesagt, dass er mich liebt. Mhm. Und er hat auch gesagt, er möchte nochmal neu anfangen. Aber ich merke, dass er die Kraft nicht hat. Und er hat auch gesagt, dass es ihm noch nie so gut ging wie mit mir. Mhm. Und
Das ist das Schlimme. Mhm. Weil wir haben auch dieselben Interessen und das war so eine Harmonie. So, so traumhaft schön alles, ne? Mhm. Bloß der Alkohol. Wie sind die Pläne für die nächste Woche beispielsweise? Er kommt zurück nach Hause? Es ist folgendermaßen. Wir haben ein Ländertreffen in Österreich, ein deutschsprachiges. Und da haben wir uns angemeldet. Ich wollte mit meinem Mann dorthin fahren. Mhm. Und er will aber nicht. Und ich fahre dorthin und möchte eben, dass er in der Klinik verbleibt. Ja, okay. Finde ich einen guten Plan. Er möchte aber unbedingt nach Hause und deswegen muss ich morgen nochmal in die Klinik und mit dem Arzt nochmal sprechen. Auch sein Psychiater fährt extra nochmal in die Klinik. Mhm. Muss ich schauen. Glaubst du, dass er noch Herr seiner Sinne ist, seiner Entscheidungen? Ja, also im Moment weiß er noch, was er will. Mhm. Ist dir irgendwann, ich frage es nur mal so, nahegelegt worden von irgendeinem Arzt, dass er zwangseingewiesen wird in eine Psychiatrie? Ach, das kann morgen passieren. Würdest du das befürworten? Also wenn es für sein Wohl ist, ja. Dass er erstmal zur Ruhe kommt. Ja, das würde ich dann aber auch so sehen. Ja. Ja. Und er hat einen sehr, sehr guten Arzt, also einen sehr guten Psychiater. Mhm. Also da möchte ich mich hier gleich nochmal bedanken, der Dr. Hahn, also es ist ein ganz besonderer Mensch. Sehr gut, das ist natürlich wichtig, wenn man da einen guten Ansprechpartner hat. Ja, also wirklich. Ich glaube ja auch immer noch, dass man bis zur allerletzten Minute für das Leben und auch dafür kämpfen muss, jemanden vom Leben zu überzeugen. Wenn man ihn jetzt ganz in Ruhe lässt, das bedeutet das Todesurteil für ihn. Ja. Wahrscheinlich. Insofern wäre eine Zwangseinweisung, das ist immer so ein schreckliches Wort und man zuckt da zusammen. Aber manchmal rettet das Leben. Ja. Und manch einer sagt hinterher, Gott, wie gut, dass ihr das gemacht habt. Ja. Also wenn das sich dahin entwickelt, würde ich das auch für sehr gut befinden, Petra. Ja. Und dann fährst du zu deinem Treffen nach Österreich und das finde ich, das solltest du dann auch tun. Ich fahre mit, weil es ist auch wirklich wichtig für die Angehörigen. Mhm. Und ich gehe auch schon gut zwei Jahre in die Selbsthilfegruppe, um eben mir Hilfe zu holen. Also, du bist ja in der Selbsthilfegruppe, das sind Angehörige von Alkoholikern. Ja. Ah ja, sehr gut. Und Betroffene. Verstehe, das ist eine gute Sache, ja. Sehr positiv, weil man kann das ja gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Ja. Menschen. So, Petra, vielleicht ist es für dich auch noch hilfreich, noch mal ein paar Worte mit meinem Fachmann hier im Hintergrund zu sprechen. Gerne. Ja, das ist der Peter. Herzlichen Dank, du. Peter heute Nacht. Zwangsanweisung, ja, finde ich gut in dem Fall. Ja. Fahr du nach Österreich, aber du bleibst natürlich mit deinem Mann verbunden und stehst auch zu ihm. Ja, auf alle Fälle. Domian, das ist mir das wichtigste Anliegen, weil ich meinen Mann wirklich liebe. Mhm. Ich habe halt schon überlegt, ist es überhaupt richtig, wenn ich ihn, aber wirklich jetzt in der letzten Zeit ist es wirklich besser, ich bleibe bei ihm. Und das ist auch mein Wunsch. Mm, mm. Er bedeutet mir viel. Ja. Ich merke, das geht ja sehr zu Herzen, wenn du sprichst darüber. Verständlicherweise, ist ja auch klar. Ich war selber krank, als wir uns kennengelernt haben und hatten geheiratet, war ich schwer krank und da hat er mich gepflegt. Mm. Also und Kinder erzogen. Tiefe Verbindung, tiefe. Die ist tief. Ja, verstehe. Liebe Petra, ich wünsche dir viel Kraft und deinem Mann viel Kraft. Ich wünsche deinem Mann von ganzem Herzen, dass das Ruder doch noch rumgerissen wird. Ich wünsche es ihm von ganzem Herzen. Und wir melden uns jetzt gleich nochmal bei dir. Das heißt, der Peter ruft dich an. Ja, herzlichen Dank, Domian. Dir alles Liebe und Gute. Bleib gesund. Vielen Dank. Und vielen Dank für die wunderbaren Sendungen. Die geben mir ganz viel Kraft. Danke dir vielmals. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50. 50, das ist unsere Telefonnummer, die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in E-Mail reinschreiben, damit wir euch dann schnellstmöglich gegebenenfalls zurückrufen können. So, jetzt bin ich verbunden mit der Anja. Anja ist 47. Guten Morgen, Anja. Ja, hallo Domian. Hallo Anja, um was geht's bei dir? Ja, worum geht's bei mir? Ich habe gerade die Vorgeschichte gehört, das ist so traurig. Ja. Da weiß man gar nicht, ob es bei mir vielleicht gar nicht so traurig ist. Erzähl mal einfach, das gehört alles zusammen, ja, also, alle ja. Themen.
Ganz kurz, ich bin in meiner Kindheit immer schon misshandelt worden, auch von meiner, also nur von meiner Mutter. Mein Vater war ganz tätig, berufstätig, hat also das Geld dran geschafft und ging es immer gut. Misshandelt heißt, das heißt, die Frau hat dich geschlagen? Ja. Ja. Für alles und für jedes. Wenn ihr was hingefallen ist, habe ich Schläge bekommen, wenn ich eine 5 geschrieben habe. Von ganz, hat sie von mir angedroht, sie bringt sich um und also das immer. Von klein auf? So, von klein auf. Und so mit 16, 17 habe ich mich dann loseisen können. Meine Ausbildung gemacht als Krankenschwester. Und ja, da ging es eine Zeit lang ganz gut. Und aber Mutter war immer noch dominant. Also die hat mir damals schon meine Freundin ausgesucht oder auch ausgeredet. Ja. Diese Macht über mich hatte sie immer. Mein Kopf hat mir immer gesagt, das ist nicht richtig, aber ich habe es nicht fertig gebracht, mich gegen sie durchzusetzen. Bist du Einzelkind? Ja. Ja. Mhm. Und dann habe ich einen auch ganz, ganz tollen Mann kennengelernt, der darum jetzt so nicht wusste. Und ich meine, das erzählt man ja auch nicht mal einfach mal eben. Wir sind jetzt seit 25 Jahren verheiratet. Mein Sohn Maximilian ist 22, meine Tochter Katharina ist 19. Mhm. Und jetzt wohnen wir gerade mal wieder hier, weil wir auf Haussuche sind. Was heißt, ihr wohnt wieder mal hier? Bei meinen Eltern. Ach so, bei deinen Eltern. Genau. Im Haus, im selben Haus. In demselben Haus wie früher und es ist eigentlich groß genug. Wer ist jetzt wir? Dein Mann oder deine Kinder auch? Alle, genau. Alle wohnen bei der Oma, ja, und bei Opa. Opa, ja, lebt also auch noch, dein Vater. Opa ist die Seele von Mensch, aber Opa hat eine leichte Demenz. Ach so. Und der Vater hatte dann wahrscheinlich, so wie du deine Mutter gerade geschildert hast, auch nicht viel zu melden früher. Korrekt, nie. Nie. Ja, und jetzt auch nicht. Also manchmal bekommt er die Sachen auch gar nicht so mit. Und wenn, dann hält er zu ihr, ist ja auch in Ordnung. Das ist seine Frau. Ich verstehe das, aber letztendlich ist mein Vater immer so gutmütig, positiv und liebevoll zu mir gewesen. Immer schon. Frage ich mich gerade. Immer so zwei Sitze weggeschoben hat sein Vater gesagt, komm Engelchen auf meinen Schoß. So, ja, ne? Also. Jetzt frage ich mich gerade, Anja, nur ganz spontan mal so eine Zwischenfrage. Wenn du so eine üble Erfahrung mit deiner Mutter hast und die dich so schlecht behandelt hat über Jahre und immer wieder Macht auf dich ausgeübt hat, warum ziehst du überhaupt zu dieser Frau, auch wenn es nur zwischenzeitlich ist, nochmal hin? Ja, das hatte finanzielle Probleme, die mich dazu gezwungen haben, um das mit, also dass ich mit meinen Kindern nicht irgendwo lande. Ich wollte ihnen schon einen gewissen, ja, leider Lebensstandard erhalten und habe mir aber auch nicht vorstellen können, nach so fast 10-jähriger Trennung, wir waren zwar immer noch, jeden Sonntag wurde, ne, ein Familienessen und so, und das war schon immer wirklich, wirklich ätzend, aber ich habe mir gedacht, das ist jetzt 2 Monate, bis wir ein neues Haus gefunden haben und dann sind wir hier auch wieder weg. Mhm. Und dadurch, dass also jeder hier morgens aus dem Haus geht, außer mir. Mhm. Du bist den ganzen Tag mit der Mutter zusammen? Ja. Wie alt ist deine Mutter? Ich habe den Haushalt gemacht. Meine Mutter ist 70. Hm. Hat aber Mordskräfte, ist auch sehr intelligent, was so dieses Umswitchen angeht. Also sie kann mich gerade schlagen und dann kommt jemand und sie sagt, ach wie schön, lass uns ein Glas Wein trinken gehen. Was war das? Was war das gerade? Hat mit der Sache überhaupt gar nichts. Moment mal. Was hast du gerade gesagt? Sie schlägt dich? Sie schlägt mich? Sie schlägt dich? Deine Mutter, deine, ja, 70-jährige Mutter schlägt Anja, die 47 Jahre alt ist? Ja. Das ist ja unfassbar. Wie schlägt sie dich? Also letzten Ostersonntag grün und blau. Mit ins Gesicht oder wohin? Nein, Arme und Rücken. Mit Händen oder mit Stöcken? Mit Händen. Da muss ich aber erst mal schlucken, du. Du hast ja es gerade so beiläufig. Auf jeden Fall war es diesmal so schlimm, dass meine Kinder das mitbekommen haben, wo ich das immer versucht habe, das vor denen zu verheimlichen, weil Ich wollte meinen Kindern nicht den Glauben an ihre Großeltern nehmen. Warum nicht? Ja, weil ich das nicht will. Ich warum nicht? Wollte einfach, dass sie. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Wenn diese Frau dir dein Leben so versaut hat und dich mit 47 Jahren immer noch grün und blau schlägt, du lieber Gott nochmal, da willst du, dass deine Kinder ein gutes Bild von ihrer Oma haben? Ja. Ein Biest ist das. Was sagt denn dein Mann dazu? Der hat das auch zum ersten Mal so mitgekriegt. Er hat immer gesehen, wenn blaue Flecken da waren. Und dann habe ich es ihm auch irgendwann jetzt erzählt. Und, diese aber in dieser Situation waren eben alle da. Und es war so schlimm,
dass sie mir nicht mehr zu helfen wusste und habe einfach die Polizei angerufen. Also sie hat dich vor allen geschlagen? Ja. Vor den Kindern und auch vor deinem Mann? Mhm. Was war der Anlass? Gar nichts. Wir waren großzügig essen. Wir hatten sie eingeladen zum Essen und das kommt von jetzt auf gleich. Also irgendeine Kleinigkeit? Also ja, irgendwas. Eine Aggression kommt dann raus und dann geht's los. Du hast die Polizei angerufen und dann? Ja. Die kamen auch, die Polizeibeamten, waren sehr, sehr freundlich und rungen auch um ihre Fassung, das konnte man richtig merken, und sagten dann zu mir, ich sei Opfer und ich solle mich wehren. Und meine Mutter ist 70, wenn ich mich wehre, dann kann es passieren, dass ich ihr was antue. Also, dass sie dann vielleicht auch sich so verletzt, damit komme ich nicht klar, ich bin Christ. Nein, du sollst dich noch nicht. Zu leben. Ja, aber du sollst dich auch nicht mit Händen wehren, sondern dein Wehren muss so aussehen, dass du aus dem Haus rausgehst mit deiner Familie. Und dann verzichtest du halt mal eine Weile auf den Lebensstandard, den du gewohnt bist. Nochmal, dein Mann muss doch fassungslos sein. Auch deine erwachsenen Kinder, was sagen, was raten die dir denn? Also, meine Tochter ist da sehr, wie soll ich sagen, nicht, also die schnörkelt nicht, die sagt ganz klar, Mama, Oma ist für mich, ne? Das ist deine Mutter und meine Oma, aber ich will mit der Frau nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und mein Sohn, der sehr ausgeglichen ist und immer sehr vorsichtig ist, zeigt zum ersten Mal auch Anzeichen, dass er sich also in meiner Nähe aufhält. Und gestern Abend gab es wieder eine Situation, wo alle zu Bett waren und dann kamen sie in mein Zimmer. Und mein Mann war noch unten und hat mich dann auch wieder übelst beschimpft. Ich sei hässlich und widerwärtig und keine Ahnung was. Und dann habe ich gesagt, Mama, jetzt lass mich in Ruhe, es reicht. Und geh bitte aus meinem Zimmer. Und dann meinte sie, nee, das ist nicht dein Zimmer, das ist unser Haus. Und solange ich hier lebe, und dann habe ich gesagt, okay, dann packe ich meine Sachen. Dann habe ich meinen Rucksack gepackt und bin zu einer Freundin über Nacht gegangen, weil ich meine Kinder nicht aufwecken wollte. Und jetzt, wo bist du jetzt gerade? Ich bin wieder zu Hause. Die Nachbarin wohnt gegenüber. Die hatte mir die Tür sowieso schon aufgemacht, die Meisterung. Aber dafür hat sich dann mein Sohn geschnappt, ja, der also heute Morgen um 5 Uhr eigentlich weg musste und hat gesagt, deine Mutter dreht durch. Die steht völlig betrunken auf der Straße und hat ihren Rucksack gepackt. Ja, also auch was aber nicht stimmte mit dem Betrunkensein. Die erzählt dann also tatsächlich, ich bin also tablettensüchtig und alkoholsüchtig und macht mich dann, also versucht mich dann darüber schlecht zu machen. Okay, Schnitt, nochmal gefragt. Was sagt der Mann? Warum packt dein Mann nicht alle Koffer und sagt, wir gehen weg hier? Ja, weil wir im Moment wirklich keine Wohnung finden. Zu viert. Wie ist die finanzielle Situation bei euch im Moment? Ja, das ist das größte Problem. Vor vielen, vielen, vielen Jahren gab es ja diese Ärzte-Angebote, ne? So Häuserbau in Mallorca und hast du nicht gesehen. Und mein Mann ist ein fantastischer Arzt, aber ein ganz beschissener Kaufmann. Ach, dein Mann ist auch noch Arzt. Das heißt also, einen guten Job hatte. Also einen guten Beruf, eine gute Ausbildung hatte. Und der ist aber arbeitslos im Moment. Nein, der ist nicht arbeitslos im Moment. Der hat eine super Praxis, es läuft alles prima, ist auch sehr angesehen und liebt seinen Job und ist auch wirklich ein ganz, ganz toller Arzt und auch für mich ein guter Ehemann. Nur okay, wieso habt ihr so wenig Geld? Weil wir dann die Insolvenz angemeldet haben. Das ging nicht mehr anders. Okay, das können wir jetzt nicht auseinanderklamüsern, das Finanzielle. Nee, das ist mir jetzt auch... Das ist jetzt auch so gut wie vorbei, genau. Ne? Anja, aber das, ich sag dir mal, als komplett außenstehender Mensch, ja. Das sage ich dir und deiner Familie, finanzielle Probleme hin oder her, irgendeine Lösung, die allemal besser ist, als in dieser Hölle da zu wohnen, wird es vorübergehend geben, bis ihr irgendwo eine Wohnung findet. Irgendeine Wohnung, irgendeine billige Wohnung, irgendeine Unterkunft. Es geht doch einfach nur um eine Unterkunft für eine Weile, bis ihr euch berappelt habt. Ja. Ich finde, jeder Tag ist ein so falscher Kompromiss, den ihr da noch verbringt. Mhm. Ich verstehe auch nicht, dass dein Mann da nicht auf den Tisch klopft. Trotz aller finanziellen Schwierigkeiten. Es gibt irgendeine Möglichkeit, wird es geben. Irgendwas. Mensch, irgendwas. Also im Moment versuchen wir das alles so zu ignorieren. Nein, das kann man hier. Weißt du, was mich auch wundert, ist, dass du offensichtlich sehr lange deinem Mann gegenüber verschwiegen hast, was für eine Beziehung du zu deiner Mutter hast. Nein, das gar nicht. Aber er hatte sich das nie so vorstellen können. Er kommt aus einer völlig anderen Familie. Aber dann hast da gab es sowas nicht. Ja, aber dann hast du es auch nicht so dramatisch wahrscheinlich geschildert, wie es früher in der Kindheit war.
Nein. Also ich habe ihm schon gesagt, wie es war, aber jetzt nicht da großartig dramatisiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass... Er versteht mich, er weiß, was ich meine. Wir reden also wirklich über alles. Ja, ich glaube, ich sag mal eine Vermutung. Ich glaube, dass du das auch alles ein bisschen noch schön gefärbt hast. Weil du es irgendwie hinbiegen wolltest. So wie du es mir gerade gesagt hast, die Kinder sollen die Oma irgendwie doch ganz gut in gutem Lichte sehen. Ja, zumindest in Erinnerung behalten, weil ich immer denke, warum ist diese Frau so? Ja, aber du bist, ich meine, diese Frage stellst du dir seit 40 Jahren. Ja. Und die ist jetzt, und die stellt man sich jetzt nicht mehr. Jetzt redet man überhaupt gar nicht mehr, sondern zieht Konsequenzen. Bist du in einer seelischen Abhängigkeit von dieser Frau? Ja, kann gut sein. Das scheint mir auch der Fall zu sein, ja. Das kann gut sein, dass ich einen guten Tag habe und was Schönes machen will. Mhm. Und dass sie irgendwie herausfindet, worum es geht, was ich ihr mittlerweile auch schon nicht mehr mitteile. Ja. Und mir dann irgendwas mit auf den Weg gibt, wo ich dann Stunden drüber nachdenke und der Tag ist für mich gelaufen. Mhm. Und du willst ihr immer irgendwie immer gefallen? Ja, jetzt nicht mehr. Nicht mehr, aber das war Jahrzehnte wahrscheinlich so. Ja, klar. Man will auch von seiner Mutter geliebt werden. Wenn natürlich. Man, mhm. Aber von so einer Mutter... Ich will ja nicht missraten. Ich bin Krankenschwester, ich habe auch meinen Job, ich habe meine Kinder gut erzogen. Ja. Ich glaube ja, dass man aus so einer tief eingegrabenen seelischen, psychischen Abhängigkeit... meistens auch nur mit einer therapeutischen Hilfe rauskommt. Ja, aber das ist das, was meine Vorkandidatin auch gerade schon gesagt hat. Ja, was sagt die Psychologin raus? Das sind dann solche Konsequenzen, die kannst du ja, ob es finanziell ist oder einfach auch menschlich, gar nicht so in dem Sinne mal eben umsetzen. Ja, das wird dann so... Ja. Über den Tisch erzählt, ist dir auch vom Kopf her alles klar, aber das kriegst du so nicht mal eben auf die Reihe. Nee, nicht mal eben, aber als straffen Plan musst du das vor Augen haben. Ich habe dir das ja jetzt auch so gesagt. Ja. Weil ich sehe keine Alternative dazu, außer dass du dich immer mehr beschädigst und deine Familie auch. Das ist, was für eine Situation tust du da auch deiner Familie an? Ja, und das will ich auf keinen Fall. Ja. Gar keinen Fall. Ja. Das sind mir die wichtigsten auf jeden Fall. Absolut. Also ich kann dir wirklich nur sagen, Anja, dass du so konsequent sein musst, wie du nur irgend sein kannst und das so schnell wie möglich durchziehen musst. Ja. Und das heißt in diesem Fall nur räumliche Trennung. Erstmal eine radikale räumliche Trennung. Was dann wird, muss man weiter gucken. Ja. So, würde ich dir gerne noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Oder möchtest du es nicht? Doch. Sehr gerne. Weil du gerade zögerst, deswegen frag dich. Nein, ich habe jetzt nur gerade darüber nachgedacht, was dein letzter Satz war. Und, mhm. und dass ich mich bei dir bedanken möchte und dass ich einfach sagen möchte, schön, dass es dich gibt. Also. Das freut mich, Anja. Und ich wünsche dir und deiner Familie, dass ihr wieder Boden unter Füßen bekommt. Sowohl finanziell als auch gefühlsmäßig, was die ganze Sache anbelangt. Mache ich. Wir melden uns bei dir gleich wieder und ich wünsche dir alles Gute. Danke. Und wenn es mir besser geht und das irgendwas ergeben hat, dann lasse ich es dir wissen. Ja, bitte. Würde mich wirklich freuen. Alles Gute. Tschüss. Gute Nacht. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben. Morgen ist Themennacht bei uns. Morgen ist die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Da heißt unser Thema diese Woche, ich lebe im Luxus. Und ich möchte gerne mit Leuten morgen sprechen, die sehr viel Kohle haben, sehr viel Geld haben. Und den Luxus lieben, die auf Markenklamotten stehen, die auf große Autos stehen, auf Statussymbole, die sich auch gar nicht schämen, mit einem dicken Pelzmantel durch die Welt zu wandern und sich mal, weiß ich, irgendwie eine Uhr für 10 oder 15.000 Euro zu kaufen. Ich möchte auch gerne mit Leuten reden, die sich aushalten lassen, die so Schmarotzer sind. Die können ja auch von sich aus sagen, ich lebe im Luxus. Oder mit Leuten, die unverhofft zu Luxus gekommen sind, hört man ja auch immer wieder, durch eine Erbschaft, durch einen Gewinn irgendwie oder durch eine Schenkung, vorher ein ganz normales Leben geführt haben und dann plötzlich ziemlich viel Geld haben oder zumindest luxuriös leben können. Oder die umgekehrte Seite auch, mit jemandem gerne, der durch die Krise, in der wir alle im Moment leben und die ja offensichtlich leider noch lange nicht zu Ende ist, seinen Luxus verloren hat. Der jetzt ganz anders dasteht als vorher. Das Thema heißt morgen, ich lebe im Luxus. Ihr könnt ab 0 Uhr morgen anrufen, wie immer, unsere bekannte Nummer 0800 220 5050 oder uns mailen, domian@wdr.de. Ich lebe im Luxus. Heute
wieder offen und frei Themennacht und ich bin verbunden mit Manfred und Manfred ist 47. Hallo Manfred. Hallo Domian. Um was geht's? Ja, ist ganz kurz erklärt, okay. Ich bin jetzt fast 22 Jahre verheiratet. Mhm. Wir hatten anfangs ein gutes Verhältnis. Okay, ich habe dann versucht, ihr mal Dessous zu schenken und habe aber welche gekauft und ich habe jetzt vielleicht ein bisschen übergestülpt. Auf jeden Fall hat sie da zugemacht und da haben wir uns dann in der Hinsicht auch nicht mehr verstanden. Okay, Sex hatten wir weiterhin, aber irgendwie hat sich das dann auch mit den Jahren wieder verlaufen, weil ich das merkte, dass es immer nur von mir kam, von ihr dann nicht, weil sie sich auch dann mehr zurückgezogen hat. Mhm. Das kam natürlich auch dadurch, weil ich von ihr das nicht so bekommen habe, dann auch dann mir die selber die Sachen gekauft habe und angezogen habe. Ach, die Frauendiskus hast du ja, dann ja. selbst angezogen, obwohl sie eigentlich für deine Frau gedacht ja. waren. Anfänglich hast du sie angezogen. Ja. Hast dir dabei wahrscheinlich vorgestellt, sie hätte sie vorher angehabt oder so. Ja, so, ja. So was in Richtung. Ja. Ja, und wir sind auch in Eheberatung gegangen und versucht, das irgendwie anzugehen, aber irgendwie haben wir das nie geschafft, dass es richtig bewältigt wird. Ja. Okay, sie ist sehr redegewandt, ich nicht. Ja. Und ich habe das dann irgendwie dann immer so gesehen, als wenn ich dann mich irgendwie verändern muss oder alleine da das rauskommen muss und sie muss abwarten. Und dann habe ich letztes Jahr das abgebrochen, die Therapie. Und wir haben jetzt ein ganzes Jahr praktisch nur nebenher gelebt, hatten keinen tollen Urlaub. Okay, wegen den Kindern haben wir den Urlaub gemacht. Wie viele Kinder habt ihr? 3 Stück. Wie alt sind die? Von bis? Der Älteste ist 19, der Mittlere ist 16 und die Tochter ist 10. Ah ja. Und wie sah es in Sachen Sex aus im letzten Jahr? Also nicht jetzt letztes Jahr Weihnachten, sondern davor das Weihnachten ist nichts mehr gelaufen sexuell. Oh, gar nichts. Also fast 1,5 Jahre. Und ihr redet auch nicht darüber? Nein, reden wir nicht darüber. Nee. Wir haben zwar jetzt so nebenher gelebt, wegen die Kinder, alltäglich ist okay, so gut, das haben wir alles bewältigt, aber... Streitet ihr viel? Wenig. Also im Prinzip eine sehr wortkarge Ehe ist das? Ja. Was machst du mit deiner Sexualität, mit deinen Sehnsüchten? Ja, im Moment, ich habe natürlich das letzte Jahr versucht, das ganz wegzulassen, um mir zu zeigen, dass ich versuche, dass ich wieder mit ihr zusammenkommen will. Ganz weglassen, was? Ja, diese Sachen anzuziehen. Die Dessous. Weiß sie das, dass du diese Dessous... Ja, die hat mich ein paar Mal erwischt. Ja? Ja. Und das fand sie schrecklich? Das fand sie schrecklich, ja. Deswegen waren wir dann auch in Therapie und alles und so. Mhm. Und haben es probiert, aber... Mhm. So, du hast versucht, das wegzulassen. Wie ist es heute? Ja, seit 3 Wochen muss ich sagen, okay, ich war auch... Bis vor 3 Wochen war ich fix und fertig. Ich habe ihr einen Brief geschrieben und mich entschuldigt und versucht auch einen Blumenstrauß. Okay, ich hatte mich auch jetzt versucht, jetzt einen Therapeuten gefunden, wo ich jetzt, sagen wir mal, das angehen wollte. Und an dem Tag, wo ich zu ihm Tränen fangen wollte, bin ich im Laptop ins Internet gegangen, weil wir ein gemeinsames Mailbox haben, also wo die Post kommt. Ich gehe ab und zu mal in die Sauna und da wollte ich gucken, ob da was für mich ist. Und dann sah ich dann natürlich dann neu.de und diese Partnervermittlung und da und so. Ja. Die Post von meiner Frau, auch in der näheren Umgebung, die Männer. Und da war ich natürlich sehr aufgelöst und fertig, okay. Wie, was heißt das? Das heißt, sie hat irgendwelche Männerkontakte? Ja, die hatte Männerkontakte. Die hatte Männerkontakte? Per Internet, ja. Ah, ja. So. Ja, und dann hatte ich dann meinen Schwager angerufen und sagte, ja, soll ich da überhaupt jetzt noch hingehen zu dem Therapeuten? Bringt das überhaupt noch was? Er sagte, ja, geh erstmal hin. Und dann bin ich dann auch hingefahren, okay. Was? Naja, wie meine Frau dann, die war ja dann trommeln gewesen, die kam dann wieder, die hat das dann natürlich mitbekommen, dass ich das jetzt gesehen hatte dann und ja. Und okay, dann hat sie mir dann gesagt, dass sie da auch jetzt einen kennengelernt hat, dass sie mit ihm jetzt auch Kontakt hat und sich mit ihm treffen will und dass sie mich nicht mehr liebt. Okay, da war ich natürlich erstmal ganz fertig und platt. Und das war so weit, dass ich mich vor 3 Wochen fast mit dem Auto selber umgebracht hätte. Also ich bin gerast wie ein Wilder bis praktisch so 15 Kilometer und dann habe ich gesagt, halt, das kann es doch nicht sein. Bin ich dann wieder normal zurückgegangen. Okay, ich habe mich dann auch das Problem, meine Kollegen haben das ja gesehen, dass ich da auch irgendwie neben der Kappe lag. Ja. Als du,
Als du bei dem Therapeuten warst, was hat er denn zu dir gesagt? Ja, okay, da war das ja noch nicht so. Da habe ich okay gesagt, dass wir Probleme haben. Wir waren ja schon mal bei ihm gewesen einmal, aber da haben wir uns ein anderes Institut gesucht. Und da haben wir dann über die Sache gesprochen. Und dann ging das natürlich um die Prämisse sein lassen und versuchen, mit meiner Frau wieder zurechtzukommen. Also, ja, es ging dann... Es hat aber nicht funktioniert. Ich kam dann nicht mit zurecht, dass meine Frau den treffen will. Einmal die Woche und mit ihm da andauernd telefoniert und mailt und im Internet mit ihm zusammen ist. Manfred, darf ich dich mal fragen, was noch passieren muss, bis du es kapierst, dass die Ehe kaputt ist? Ja, okay, das habe ich ja jetzt seit 3 Wochen kapiert. Aber ja, ne? Mit meinen Kollegen, die haben mir dabei geholfen, habe ich mich geoutet. Ich bin dann praktisch mit den Dessous nach Hause gefahren. Meine Frau hat das gesehen und ich bin dann abends auch, um die Kinder zu schützen, habe ich dann von meiner Frau ein paar Sachen, die passen mir, habe ich einen Rock angezogen und ein Oberteil. Ach so, solche Sachen machen ja auch Spaß, also nicht nur Unterwäsche, sondern auch... Nee, also wenn, dann will ich auch komplett als Frau leben, anziehen. Anziehen, ja, anziehen und auch praktisch damit leben oder rumgehen, sagen wir mal. Rumgehen, so. Zumindest in der Freizeit. Ja. Ja. So, okay, das... musste sie erstmal schlucken, das ging aber noch. Und dann hatte ich mir dann eine Woche später, ich hatte mir auch mal ein paar Schuhe gekauft. Und Problem haben wir ja auch mit dem Geld, weil sie ist, sie hat Industriekauffrau gelernt, sie kann mit Geld gut umgehen. Sie hat das alles gemanagt, auch mit familienmäßig, also mit planungsmäßig, da habe ich eigentlich nicht so eine Schnitte. Ich bin mehr so der praktische Mensch und sie hat das immer alles so gemanagt und da war ich auch mit zufrieden und eigentlich. Nur halt mit diesem Sexuellen, da hätte ich mir natürlich gern gewünscht, dass wir da besser zusammengerechnet. Okay, das scheint jetzt definitiv nicht zu funktionieren. Nee. Wann willst du dich von deiner Frau trennen? Wir leben jetzt in Scheidung. Am 14.04. haben wir die Scheidung eingereicht. Das dann in die Wege geleitet. Das ist doch eigentlich ein guter Schritt. Ja, das ist ein guter Schritt. Okay. Aber? Ich habe natürlich Probleme, okay, ich ziehe auch jetzt zum 1.5. aus. Ich habe jetzt auch geguckt, dass ich eine Wohnung kriege, dass ich endlich dann mal jetzt auch für mich bin, dass meine Kinder mich dann nicht so sehen. Okay, die haben sich jetzt mittlerweile auch teilweise gesehen in den Klamotten. Und aber es tut denen natürlich auch weh, ich will denen nicht wehtun und deswegen... Naja, pass mal auf, Manfred, ich will dir mal sagen, das ist nur keine Schande, wenn ein Typ Spaß hat, Frauenklamotten anzuziehen. Das gehört nicht zur Normalität, okay, aber es gibt halt viele Menschen, die mögen sowas und das ist auch okay. Das ist eine Form von Sexualität oder von Identität, die es gibt und das ist nichts Schlimmes und dann müssen die Kinder sich halt auch daran gewöhnen, dass der Papa ab und zu Spaß an sowas hat. Ja, okay, das verstehe ich auch. Nur ich muss dabei sagen, ich bin gläubiger Christ und meine Frau auch, also wir sind evangelisch-freikirchlich oder Baptisten, sagt Ihnen ja vielleicht was. Ja. Du kannst mich aber auch duzen, ich sage ja auch duzen dir. Ja, sag ich duzen dir, okay. Ja. Und da kommt meine Frau dann und auch meine Eltern, ich habe mich auch bei meinen Eltern geoutet und meinen Geschwistern. Verstehe, das ist ein Problem. Und da kommen die natürlich gar nicht zurecht. Meine Frau kommt da erst recht nicht zurecht. Meine Eltern, okay, die akzeptieren es erstmal so, weil ich ihr Kind bin. Und die helfen mir auch jetzt bei meiner Wohnung und auch meine Geschwister. Aber weißt du, auch da solltest du dich versuchen, selbstbewusster zu geben. Ich weiß, dass das natürlich in diesen Kreisen nicht denkbar ist und tabuisiert ist und geächtet ist auch. Ja. Okay, ich habe auch mal gedacht, also meine Frau, Entschuldigung, dass ich jetzt den Namen gesagt habe, meine Frau hat gesagt, lass es doch sein von den Kindern. Aber ich habe jetzt, also vor 3 Wochen habe ich den Schnitt gemacht. Ich habe gesagt, ich ziehe die Sachen an. Also im Moment würde ich lieber als Frau leben wie als Mann. Ob ich das wirklich will, weiß ich nicht. Das muss ich erstmal rausfinden. Okay, das ist ja die ganz große Chance jetzt, dass du endlich ein eigenes Leben hast. Ja. Eigentlich muss dir ja auch in gewisser Weise ein Stein vom Herz fallen. Eine große Belastung. Ist auch mehr von Belastung. Im Moment ist auch mir alles über den Kopf geworfen. Klar, es bricht alles zusammen und wird alles neu gemischt. Und mit Wohnungssuchen und Scheidung klar, und alles. Ja. Aber ich sag dir, ich bin sicher, dass du das in 1-2 Jahren bewerten wirst als einen sehr richtigen und folgerichtigen Schritt auch. Und du wirst froh darüber sein, dass du ihn gemacht hast. Und ich bin auch froh, also ich bin auch durch eine Bekanntin, also jetzt zu Ihnen, zu dieser Sendung gekommen. Das ist auch Zufall gewesen. Ich habe ja die Wohnung gesucht und die Vermieterin hat mir dann gesagt, ich könnte die sofort haben. Ich habe gesagt, ich warte mal ab, ich war mit meinem Vater da.
Ja, und dann ich hatte ja Schichtdienst, ich arbeite in einem Schichtbetrieb. Mhm. Und dann habe ich dann auf der Nachtschicht dann sie versucht dann noch zu anzurufen, weil sie das nachmittags nicht mehr erreicht habe. Mhm. Und sie hat mich sie empfohlen, sie kennt sie auch sehr, sehr gut, auch privat. Mich? Ja. Aha. Ja, sag mal jetzt den Namen. Nee, sag mal nicht den Namen. Sag mal aber sie kennen sie bestimmt. Ah ja. Naja, vielleicht. Ja, die wohnt in der Nähe Düren. Ich wohne ja auch in Düren. Vielleicht wissen sie dann Bescheid. Ja. Ich habe auch mit ihnen, glaube ich, schon gesprochen. Weil egal. Ich habe mit ihr ja jetzt auch diese Thematik gesprochen. Ja. Ich habe mich ja dann ihr offenbart. Weiß ich auch nicht, warum ich das gemacht habe. Manfred, das sind doch alles gute Schritte. Das ist alles, ich finde das natürlich, ich finde es auch mutig von dir, dass du jetzt da in einen Weg reingehst, von dem du ja wahrscheinlich schon lange geträumt hast oder den du in dir gefühlt hast. Ja. Ich habe das auch jetzt gemacht, weil ich habe das jetzt den Schritt angefangen. Mhm. Und okay, ich will ja auch nicht, ich will ja leben. Mhm. Eben, und das ist ja. Ich will auch wissen, warum das bei mir so ist und wo dran ich bin. Ja. Ne? Na, vor allen Dingen sollst du, warum das so ist, muss man vielleicht gar nicht wissen. Ja. Lebe so, wie du es für richtig hältst und wie du dich gut fühlst. Das ist das Wichtige. Mhm. Warum man homo oder hetero oder bisexuell ist, ist völlig wurscht, finde ich. Man muss es nur leben. Man sollte es nur alles genauso leben, wie es in einem ist. Mhm. Naja, aber ich sehe da natürlich auch die Probleme. Ich bin eigentlich auch ein Typ, der nicht gerne alleine sein will. Ja, aber du wirst dann irgendwann nochmal einen Partner finden, der... Ja. Aber du lebst, wenn du sagst, du lebst in Düren, da ist Köln nicht weit, große Stadt, gibt es viele Menschen, die deine Leidenschaften sicher auch teilen und da kann man auch neue Kontakte knüpfen. Ich beglückwünsche dich dazu, was jetzt gelaufen ist. Du sagst es mit natürlich etwas schwerer Stimme, was ich auch verstehen kann, weil sich dein ganzes Leben umbaut gerade. Aber letztendlich ist das ein guter Schritt in eine gute Zukunft, glaube ich. Ja. Sehr gut. Okay. Also, Manfred, ich wünsche dir wirklich alles Gute. Danke. Und leb so offen wie nur irgend möglich. Mhm. Und ich bin sicher, deine Kinder werden das über kurz oder lang auch akzeptieren. Und es kommt auf die Liebe an und nicht darauf, ob der Papa einen Rock trägt oder eine Hose. Das ist völlig egal. Okay, ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Rainer. Rainer ist 48. Guten Morgen, Rainer. Morgen, Domian. Ja, Rainer, um was geht's bei dir? Spielsucht. Ui. Alte Thema, ich hatte gestern zugehört bei dem Karl. Wir hatten schon mal vor Jahren das Vergnügen, zusammen zu sprechen darüber. Ja. Da ging es um einen großen Unternehmer, der zigtausende verspielt hat und die Frau hatte bei dir angerufen, was er machen sollte. Ja. Und da hatten wir dann auch schon mal drüber gesprochen. Ich bin seit 23 Jahren spielsüchtig. Ja. Bin mittlerweile trocken. Ah, du bist trocken. Weil wir gestern einen jungen Mann hier in der Sendung hatten, der. Richtig. Das war ganz dramatisch. Das war ganz dramatisch. Ganz dramatisch. Und wenn er uns heute zuhören sollte, ich habe das nicht vergessen mit dem Telefonat im Juni. Im Juni reden wir wieder miteinander. Und da wollte ich ihm vielleicht auch noch so, wenn er noch zuhört, so ein paar Tipps geben, wie ich da rausgekommen bin. Ja, sehr gern. Also, wie lange warst du richtig, hingst du richtig drin in der Sucht? Ich hing richtig drin, 23 Jahre. 23 Jahre. Und wie lange bist du jetzt trocken? Sagen wir mal so, trocken. Also ich war 3 Jahre trocken, hatte dann einen schweren Rückfall und bin seit letztes Jahr November wieder trocken. Sagt man das bei Spielsüchtigen eigentlich auch? Man ist trocken? Man ist trocken, ja. Okay. Man ist spielfrei. Man ist spielfrei. So, wie hast du es geschafft? Ja, ich war zweimal, wie gesagt, zur Therapie. Ich habe angefangen damit, dass ich nicht mehr gelogen habe. Wichtiger Schritt, ne? Dass man nicht mehr lügt. Ich habe den Leuten, die es betraf, die Wahrheit gesagt. Wen betraf es denn? Vor allen Dingen meine Familie, meinen Freundeskreis. Ja. Ne? Sie munkelten, aber sie trauten sich nichts zu sagen. Wie haben die reagiert, als du dann die Wahrheit auf den Tisch gelegt hast? Ich bin spielsüchtig. Ein Teil hat sie fast aufgenommen. Meine Familie konnte es nicht verstehen. Nicht verstehen? Sowas gibt es nicht. Das ist keine Krankheit. Deine Frau auch? Meine Ex-Frau auch. Die Ehe ist dann nach 18 Jahren in die Brüche gegangen. Sie war kaufsüchtig, ich war spielsüchtig. Ach so. Wie, und die hat gesagt, das ist keine Krankheit, da muss man sich nur am Riemen reißen? Oder wie? Richtig. Aber sie war selbst kaufsüchtig. Dann weiß sie doch, um was es ging. Ja, sie hat das aber nie zugegeben, nie kapiert, dass sie auch eine Sucht hat. Die hat sie heute noch, aber das interessiert mich eigentlich weniger. Mhm. Ich habe mich von all den Dingen losgesagt. Wie viel Schulden hattest du denn angehäuft damals? Ich habe angehäuft gehabt insgesamt 168.000 Euro.
168.000 Euro Schulden. Was hast denn du vom Beruf gemacht? Was machst du vom Beruf? Ich war Wachmann zu der Zeit. Also hab jeden Monat so 320 Stunden geknüppelt. Hab dann auch dementsprechend verdient, so 3.500-4.000 Mark damals noch. Ne? Trotzdem ist natürlich... Das ging dann bis zum physischen und psychischen Zusammenbruch. War dann zweimal in der Psychiatrie. Mhm. Und bis ich dann gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. Also wir gehen nochmal die Schritte durch. Der erste Schritt war nicht mehr lügen, allen Leuten klaren Wein einschenken. Richtig. Der zweite Schritt. Hilfe suchen. Hilfe suchen bei? Ich habe es geschafft über eine Suchtberatung und der Suchtberater hatte mir damals geraten, wie wär's denn mit Betreuung. Mhm. Und ich hörte Betreuung und Betreuung klang so wie Entmündigung. Ja, ja. Mhm. Und habe ich aber darauf Eier eingelassen. Was bedeutet denn dann in dem Fall Betreuung? Betreuung, es gibt drei Sachen der Betreuung. Das ist Finanzen, Soziales und Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und ich habe damals gesagt, wenn, dann mache ich es richtig und nehme alles weiß. Also klingt ja auch vernünftig, dass man dann jemanden an seine Seite bekommt, der sich um alles kümmert. Ja. Dann habe ich zum Glück einen Betreuer hier gefunden und habe den heute noch, der absolut zu mir steht, der mir zuhört. Mit dem du heute noch Kontakt hast? Den habe ich noch als Betreuer. Achso, aber du brauchtest ihn eigentlich gar nicht mehr. Noch brauche ich ihn, weil mein Insolvenzverfahren läuft doch bis nächstes Jahr Juni. Also, kommen wir gleich nochmal drauf auf das Geld. Und so lange möchte ich ihn dann auch noch haben. Verstehe. Und dieser Betreuer, der hat mir klar gemacht, du kannst Mist bauen, du kannst spielen gehen, du kannst dein Geld ausgeben, aber wenn es alle ist und du hast nichts zu essen, nichts zu trinken, dann haust du die Zähne in den Putz, das ist mir scheißegal. So deutlich hat er es mir gesagt. Und da sind bei mir alle Glocken angegangen. Ich denke, verdammt nochmal, der ist so alt wie du, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, wie gesagt, ich habe dann noch sehr lange gespielt. Er hatte dann... auch an Automaten? Nur Automaten. Er hatte dann einen Riegel vorgeschoben und hat ein Betreuungskonto gemacht. Ja. Dann hatte ich ein Unterkonto. Die beiden Konten müssen im Guthaben geführt werden. Und dann haben wir angefangen mit die Woche 25 Mark und später 50 Euro. Ja. Mittlerweile ist es so weit, dass ich über mein Konto selber verfüge, also über mein Unterkonto, Wirtschaftsgeld habe, 250 Euro im Monat, eine eigene Wohnung habe, einen eigenen Job wieder. Ich bin zwar berentet, arbeite aber noch in einer Behindertenwerkstatt. Gab es denn zwischendurch auch einen Aufenthalt in einer Klinik? Ich habe zwei Aufenthalte in der Klinik. Zwei Aufenthalte in einer psychiatrischen Klinik. Ich habe schwerste Depressionen gehabt. Ja. Das hing... Kannst du ungefähr sagen, wie lange du insgesamt dann in einer Klinik warst? Kliniken warst? Also das erste Mal war ich 16 Wochen in der Klinik, weil da stand ich so neben der Spur, da hatte ich einen Spielflash von 78 Stunden. Da war ich 78 Stunden nur auf Tour und habe nur gespielt. Bin mit 500 Euro losgegangen, war hoch bis auf 3.500 und war dann nach 78 Stunden endlich platt. Boah. Also das erste Mal 16 Wochen in der Klinik und das zweite Mal? Das zweite Mal war es dann jetzt im Oktober, waren es dann nur noch 4 Wochen. Und das also war nur noch mal eine Aueraufrischung. Hier, guck noch mal hin. Verstehe. Da sind deine Probleme. Ja. Das sind deine Auslöser. Also, es ist wenn schon. Wenn du das merkst, tu was. Es ist schon ein mühsamer Prozess. Es dauert lange. Das geht nicht mal so zack, zack, in ein paar Monaten. Nee. Aber es geht. Du bist der Beweis dafür, dass es geht. Ja, natürlich. Nach 23 Jahren Spielsucht, das muss man sich mal vor Augen halten. Aber wer denkt, ich gehe mal kurz in eine Klinik und komme dann hier heil raus? Genau. So, was würdest du mit deiner großen Erfahrung, Rainer, meinem Anrufer von gestern raten? Als erstes, alle aufklären, was los ist. Selbst den Arbeitgeber, so hart das ist, die schmeißen dich deswegen nicht aus. Ja. Aber die achten drauf. Ja. Na? Also, als zweites, psychische Hilfe, sprich Psychologen,
Es gibt Gruppen, es gibt Suchtberater. Genau, gibt es eine ganze Menge. Ja. Mhm. Also das sind die beiden großen Schritte, glaube ich, ne? die man gehen muss. Und notfalls, wenn er alleine dasteht, einen Betreuer nehmen. Mhm. Das finde ich auch eine gute Idee. Dass jemand. Aber er muss hingucken, es gibt Betreuer, ich habe es erlebt. Ja, genau. Ne? Wirklich ein Betreuer, der zu ihm steht und der sagt, so genau. Und so ist das. Genau. Und so, anders geht es nicht. So, Rainer, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und dass du uns das mal so anschaulich geschildert hast. Und finde es ganz toll und gratuliere dir wirklich sehr herzlich, dass du es geschafft hast. Das ist ein Riesenerfolg, wenn man 23 Jahre so in der Gosse gesessen hat, kann man ja so ausdrücken. Ja, du musst immer erst ganz unten sein, so, langsam wieder hochzukommen. Also, Respekt, ich finde toll, was du geleistet hast und freue mich, dass du angerufen hast, weil du ein guter Ratgeber bist für andere Betroffene, die uns jetzt auch zuschauen oder zusehen. Auf dass es so bleibt. Was noch wichtig ist, Hobbys suchen. Ja, genau, andere Hobbys. Genau, für Ablenkung, wo man Spaß dran hat. Genau. Ja. Oh, wenn es nur Radfahren ist. Ja, genau. Rainer, alles Gute, schön, dass du angerufen hast. Danke dir. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen, ihr Lieben. Morgen heißt unser Thema, ich lebe im Luxus. Ich möchte gerne mit Luxusgeschöpfen unter anderem morgen reden. Leuten, die natürlich erstmal viel Kohle haben, aber auch Leute, die Luxus lieben, die tolle Autos lieben, für die es wichtig ist, in tollen Markenklamotten rumzurennen. Ich war heute Nachmittag hier in Köln auf der Hohe Straße, so unsere große Einkaufsstraße. Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das anschaut, was es für Markenklamotten gibt, wie teuer die sind und wie verrückt die Leute teilweise darauf sind, genau die Klamotte zu kaufen und wenn die dann auch noch 100 oder 150 Euro mehr kostet. Statussymbole, die auch Statussymbole lieben. Da möchte ich gerne mit Leuten reden, die sich aushalten lassen, also Schmarotzer, die leben ja auch im Luxus, kann man ja so sagen. Oder die unverhofft zu Luxus gekommen sind, durch ein Geschenk, durch ein großes Geschenk, einen Gewinn, eine Erbschaft oder so weiter und so weiter. Ich lebe im Luxus, das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Bin sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet morgen, wie ihr im Luxus lebt. Und ja, ab 0 Uhr anrufen und während der Sendung könnt ihr natürlich auch anrufen und rund um die Uhr mailen. Silke, 35 Jahre alt, guten Morgen. Hallo Silke. Hallo. Hallo. Um was geht's bei dir, Silke? Ja, um was geht's bei mir? Ich habe mal eine Frage so. Also ich bin alleinerziehende Mama von Zwillingen. Wie alt sind denn die Kleinen? Die werden jetzt 4 im Juni. Und wie gesagt, eine davon ist behindert und der Erzeuger der Kinder, der hat mich kurz darauf verlassen. Welche Behinderung hat denn das Kind? Meine Tochter hat Down-Syndrom, aber so ein richtiger Härtefall. Also wir hatten Herz-OP, wir hatten eine OP wegen der Apnoe, weil sie nachts immer nicht geatmet hat. Ne? Mhm. Und es ist jetzt auch so, also sie ist 4 Jahre alt, ist aber auf dem Stand von einem Kind von etwa 9 Monaten. Mhm. Und ja, wir leben eigentlich alleine hier. Ne? Ja. Also, Familie hat sich abgewendet, Freunde haben sich abgewendet, der Erzeuger hat sich auch abgewendet. Darf ich dich mal eben fragen, bist du gerade in dem Schlafzimmer von dem Kind? Nein, ich bin gerade... Achso, ich weiß, so ein Geräusch im Hintergrund höre, es ist wie so ein Atemgerät, dachte ich, dass das Kind das benötigt. Nein, das bin ich. Entschuldige, ich wollte nur fragen. Ich bin aufgeregt. Macht überhaupt gar nichts. Mein erstes Fernsehinterview. Das macht überhaupt gar nichts. Und der Erzeuger, also der Vater der Kinder, hat sich auch abgewendet, sagst du? Ja, der hat sich seit 18.02.2006 nicht mehr gemeldet. 2006. Die Kinder sind geboren... 2005. Das heißt, ein Jahr hat er sich noch mit den Kindern beschäftigt. Ja, kurzweilig. Wie lange wart ihr denn vorher ein Paar gewesen? Ganz kurzfristig. Also es war eigentlich auch keine geplante Schwangerschaft. Also es war ungeplant. Dann traten halt Schwierigkeiten auf in der Schwangerschaft. Wobei ich sagen muss, es war meine zweite Schwangerschaft, auch Zwillingsschwangerschaft. Meine erste Schwangerschaft hatte ich vor circa 15 Jahren, war auch eine Zwillingsschwangerschaft. Beide Kinder tot geboren und man hatte dann aufgrund der Option, dass es wiederum eine Zwillingsschwangerschaft war, hatte man dann schon frühzeitig schon geschaut, ob alles in Ordnung ist. Ne? Und dann traten halt gewisse Unstimmigkeiten auf. Ne? Man wusste aber nicht, jetzt, dass ein Kind behindert ist oder sonst irgendwas. Man wusste, dass mit dem Herz irgendwas nicht okay war, aber... Ja.
wie gesagt, man hat dann probiert, es so weit wie möglich rauszuziehen. Da war auch eine Frühgeburt. Das heißt, das eine Kind ist quietschfidel und ganz gesund. Ja, die, wunderbar, genau. Und das andere Kind ist so, wie du es gerade geschildert hast. Und du bist sehr alleine in der Situation. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn so deine Familie? Oder gibt es Freunde von früher? Haben die sich auch alle von dir zurückgezogen? Freunde? Sagen wir mal anderthalb. Anderthalb? Ja. Na, immerhin, immerhin, ne? Sind immerhin, noch, ja. Die stehen zu mir. Also eine ganz gute Freundin habe ich, die steht mit Händen und Füßen zu mir, die, egal wann ich anrufe, zu jeder Tages- und Nachtzeit ist für mich da. Ne? Jetzt ist halt mein Problem, meine andere Tochter kommt jetzt halt in das Alter, wo sie nach ihrem Vater fragt. Mhm. Und ich bisher halt immer diese Geschichte hatte, ja, dein Vater, der ist... Mama und Papa hatten sich nicht mehr lieb und es hat nicht mehr geklappt. Mhm. Und dein Papa ist jetzt im Ausland, also er ist jetzt wohl in Frankreich mit einer neuen Partnerin. Das ist auch so. Ja, das ist auch so. Ne? Und aber dann hast du es doch schon mal sehr gut und ehrlich eingeführt. Gut, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich denke, es reicht nicht mehr, weil das nächste Problem ist die... sag ich mal, die Eltern des Erzeugers. Mit denen haben wir auch noch Kontakt. Also Oma und Opa. Genau, vom Erzeuger. Und die irgendwie auch nicht wirklich zum Behindertenkind stehen, aber gerne Kontakt haben mit dem anderen Kind. Ne? Das ist aber bitter. Ja, das ist bitter, weil ich immer die Problematik habe, ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Das ist nicht, aber nicht nur... Das in der heißt, Familie so, sondern auch in meiner eigenen Familie. Auch in der eigenen Familie? Deine Eltern leben noch, deine beiden Eltern? Meine Mutter lebt noch. Deine Mutter lebt noch. Und der Kontakt ist eigentlich ganz gut? Relativ gut, sage ich mal. Wir wohnen ziemlich weit auseinander. Ne? Wir telefonieren miteinander, man interessiert sich auch füreinander. Aber wenn es dann zum Treffen kommt, das sind circa 3 bis 4 Mal im Jahr, ist eigentlich immer die nicht behinderte Tochter immer der Fokus. Das finde ich, das kann man in der heutigen Zeit eigentlich gar nicht mehr glauben, dass die Menschen noch so sind, dass sie ein behindertes Kind dann ausgrenzen und ausschließen. Als Oma sogar, wie. Nee, ich höre dann immer nur die Geschichte, ja, ich komme damit nicht klar. Ja, dann soll sie sich anstrengen, damit klarzukommen. Hallo, die Kinder werden jetzt fast 4 Jahre alt und ich dann einfach sage, okay, hallo, wie kann das sein? Ne? Weil ich immer sage, ich glaube kaum, dass sie jetzt mit ihrer Behinderung für sich das Problem hat. Ne? Ist ein lebenslustiges Kind, sie freut sich am Leben, klar, sie hat ihre Probleme. Aber sie kann sie laufen, kann sie schon? Nein. Nee, nein, sie kann nicht sitzen, sie kann nicht laufen, sie hatte extreme Hypotonie. Das heißt? Das heißt also, das ist eine Muskelschwäche, also alles, was angefangen beim Sitzen, beim Laufen, beim Stehen. Das heißt, die Kleine wird immer im Bett liegen müssen? Beim Kauen, also auch Nahrungsaufnahme. Hm. Heißt das, die Kleine wird immer im Bett liegen müssen? Nee, das weiß ich nicht. Also wir sind kräftig am Therapieren. Ja, aber bisher war es so. Bisher war es so. Und sie nimmt so am Leben teil, indem du sie dann immer mit in die Küche nimmst, im Bettchen oder... Genau. Ich behandle sie eigentlich wie meine andere auch. Ja, so muss man das ja auch machen. So, jetzt stelle ich mir gerade mal vor, die Omas kommen und die Kleine steht dann mit im Wohnzimmer bei dir und die kümmern sich gar nicht um das kranke, um das behinderte Kind. Nein. Ah. Ja, das finde ich ganz schlimm. Ich finde. Also wir hatten letztes Jahr zum Beispiel Geburtstag, große Party, ne? Mhm. Und eben meine beste Freundin, die war die ganze Zeit, ich war nur am Rödeln und überhaupt, die Omas saßen draußen und haben sich da am Kuchen verzehrt oder am Kaffee. Und ja, und meine Tochter lag mehr oder weniger. Weißt du, Silke, sind die Kinder schon 4 Jahre alt und deine nicht behinderte Kleine kennt Oma und Opa schon oder die Omas schon? Mehr oder weniger, ja. Du hättest viel früher durchgreifen müssen, indem du den Damen gesagt hättest, entweder nehmt ihr beide Kinder an oder ich will euch gar nicht mehr hier sehen. Ja.
Es klingt jetzt hart, aber ich finde, dass, da muss man auch hart sein. Wenn die sagen, die kommen nicht damit zurecht, dass das Kind behindert ist, verdammt nochmal, da sollen sie sich anstrengen. Was ist da, was heißt das, ich komme damit nicht zurecht? Man kann sich mit so einem Kind genauso beschäftigen wie mit einem nicht behinderten Kind. Danke dir auch. Silke, die Sendung ist vorbei. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Leg du mal bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Okay, bis gleich. Tschüss. Dankeschön, tschüss. In der Technik, Henrik Hage. Heute Nacht und morgen heißt unser Thema Ich lebe im Luxus. Wer von euch lebt im Luxus und erzählt mir ganz einfach ein bisschen davon. 1 Uhr Radio ist live, wieder Fernsehen. Bis morgen. Tschüss.